Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat soeben einen 4:2 Heimsieg zu Hause gegen den SK Rapid einfahren können. Also, den Hütteldorfern ist die Revanche für die Cup-Niederlage nicht geglückt. Unsere Blackies haben im Gegenteil sogar noch mal nachlegen können. 4 Tore gegen Rapid und der zweite Platz, ja, ist zumindest mal mehr als in Reichweite. Zumindest mal zu einem Stück weit abgesichert. Also unsere Blackies, ich bin heute von der Leistung wirklich sehr, sehr begeistert. Man muss fairerweise sagen, auch die Rapidler mit einer starken Leistung in dieser Partie. Also es war ein Spiel auf Augenhöhe, ohne Wenn und Aber. Zwei gute Mannschaften, die aufeinander getroffen sind und eben auch eine tolle Kulisse. Leider nicht ganz ausverkauft das Ganze, aber für österreichische Verhältnisse kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Unsere Blackies gleich mal mit einem traumhaften Start. Bereits in der 3. Minute gibt es einen herrlich hohen Pass auf Thorsten Röcher. Der spielt den Querpass in die Mitte auf Esse und Emenika Friday Esse macht eben schon das 1:0 nach knapp 3 Minuten für unsere Schwarz-Weißen. Und ja, im Grunde auch in der ersten Halbzeit das Ganze trotzdem dann ausgeglichen. Rapid hat dann eine gute Ausgleichsmöglichkeit, vergibt diese allerdings, dann wieder eine andere für Sturm. Dann wieder Rapid. Es geht so ein bisschen hin und her und Sturm macht nach einer knappen halben Stunde das 2:0. Es ist eine Standardsituation. Ich glaube, Hierländer hat die Ecke getreten und Esse mit einem wuchtigen Kopfball also, zum 2. Wie angesprochen, technische Probleme, sorry. Das 2:0 eben durch Esse nach einer knappen halben Stunde. Und dann kommt Rapid aber nochmal zurück in einer guten, ausgeglichenen ersten Halbzeit. Rapid tankt sich über ihre linke Seite durch. Die Flanke kommt in die Mitte und Quilitaya, der sowieso gut in Form bei den Hüttendorfern aktuell ist. Mit dem Anschlusstreffer, mit dem 2:1 geht es dann in die Pause. In der zweiten Hälfte das Ganze weiterhin ausgeglichen, wie ich finde. Halbchancen hier und da und dann legt Sturm nach. Ein traumhafter Pass in den Lauf von Peter Schul, der umkurvt dann Strebinger im Rapidkasten und ja, macht das wunderbar mit einem Lupfer zum 3:1 für unsere Blackies nach einer knappen Stunde. Das Ganze schien dann entschieden und Sturm kann dann auch nachlegen. Man hat gemerkt, dass 3:1 so der kleine Genickbruch für die Hütteldorfer und Sturm kann tatsächlich noch mal nachlegen. Allah ist es, glaube ich, der den Rapid dann in der eigenen Hälfte den Ball abnimmt, weiter steckt auf James Jago und der Australier mit seinem ersten Tor im schwarz-weißen Dress erzielt dann in der 70. Minute herum das 4:1 für unseren SK Sturm. Rapid kann danach noch mal verkürzen, ebenfalls nach einer Ecke ist es Murg mit einem sehr, sehr schönen Tor, muss man sagen, ins Kreuzeck aus der Drehung, nach einer kurz abgespielten Ecke eben, der dann in der 75. herum auf 4:2 verkürzt, aber Rapid kann nicht mehr zurückkommen, hat noch ein, zwei Chancen auf den Anschlusstreffer, aber am Ende reicht es dann doch. Ihr merkt auch meine Stimme mal wieder am Verrecken. Aber richtig geile Partie. Unsere Blackies haben nach der Blamage von Wolfsberg sich wieder zusammengerissen. Und ich bin da auch sehr, sehr stolz auf die Jungs, wie sie sich präsentiert haben. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen! Und bis dann. Ciao, ciao.